Einen schönen guten Tag. Ich habe eine ganz tolle Tasche. Eine richtig schicke Tasche, die mir super gut gefällt. Die kann ich nehmen für unterwegs, wenn ich ein bisschen Proviant einstecke, ob zum Kühlen oder zum Warmhalten. Die ist in jedem Fall immer die richtige Wahl. Vor allen Dingen ist sie nicht so riesengroß. Sie ist eben auch für die kleinen Sachen. Wenn man nicht so viel mitzunehmen hat, ist die ganz top. So, hier liegen ein paar Fusseln drin. Gut, die beachten wir einfach mal nicht. Ich habe bloß einen Schreck gekriegt, als sich was da drin bewegt hat. Ja, noch ein Krümel und noch ein Krümel. Aber das hat es umsonst. Die ist schön ausgestattet, schön dick gepolstert und hat ein tolles Motiv. So ein schönes sommerfrisches Motiv. Das mag ich sehr. Hier vorne ist eine Einschubtasche mit Klette verschlossen. Dann dieser Reißverschluss, der von vorne nach hinten zugeht. Und dieses Schild, das eigentlich schon ab kann. So, hier ist auch noch ein bisschen Folie drüber. Ich wundere mich gerade, warum das so ist. Ach, das ist vom Anfertigen von der Produktion noch. Gut, das muss ich wahrscheinlich dann später in Ruhe abmachen. Sonst mache ich da noch was kaputt. Da muss ich irgendwie versuchen, das... Ja, das wurde aufgenäht und vergessen, die Folie, die Schutzfolie zu entfernen. Na, dann ist es so. Kriege ich auch noch hin. Hier innen drin ist noch ein Etikett. Mal gucken, ob man das eventuell auch waschen kann. Also, angefertigt wurde das in China. Man kann es handwaschen. Ja, man kann es per Handwäsche reinigen, alles andere ist aber nicht erlaubt. Es darf nicht gebügelt werden, nicht gebleicht werden, nicht in den Wäschetrockner und nicht schleudern. Nicht schleudern. Ja, das wäre aber was, was ich gerne machen würde. Vielleicht im Wäschesack. Ich traue mich ja da sowieso schnell mal ran. Wenn es richtig verschmutzt ist, dann muss das einfach mal sein. Das kriegt man sonst so schwer trocken. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Drin steht jedenfalls erstmal, man soll es nicht. Sie hat ein schönes Fassungsvermögen. Da passt eine Menge rein. So eine Bento-Box und noch was zu trinken. Ganz toll. Ich mag die sehr. Ich finde die super. Und empfehle die sehr gerne weiter. Das war es eigentlich auch schon wieder. 14,99 €. Dafür sollte jeder eine haben. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag. Bleibt schön gesund und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.